Herzlich willkommen zurück zu meinem, unserem Let's Play 7 Days to Die. The Survival Horror Crafting Game von den feinen Pips. Hier zurück mitten in der Nacht beim Fußboden basteln. Da machen wir auch gleich mal weiter. Und, nein, da oben sieht man es leider nicht. Aber hier, seht ihr? Schwarzkopf hat es geschafft. Jetzt wieder auf Deutsch. Ja. Wenn man eine neue Aufnahme startet, kann man sowas machen, nicht? So, und weiter geht's. Fußboden bauen. Tok. Immerhin Spielzeit 1.49 Uhr. Der Horror hat seine Grenzen bald erreicht. Dann geht's wieder hinaus zum Erkunden. Dann werde ich vorne noch eine schöne Mauer setzen. Und dann kommen noch ein paar Runden Spikes, Woodlock Spikes und so weiter davor. Das wird teuer. Um es mal so zu sagen. Weil ich mir doch gerade eine Frage stelle, wenn man sich das so macht, wie wir jetzt hier, so auf einer Halbinsel. Wenn die nur von vorne kommen, ist es ja ideal, ist ja gescheit. Aber wenn man... Schon wieder kaputt. Manu. Nein, doch. Ach, ich habe ja immer noch keine Steine. Da dran, Lars. Macht Tür zu, es zieht. Hier ist das einer. Wie viel sind das? Schau, das ist nur einer. Ja. Aber ich kriege ja hier nochmal 4 raus. Dann kann ich gleich nochmal. Und wie viele ich eigentlich brauche. Ach komm, hier haben wir doch die richtigen Steine. Hier haben wir doch. Und da auch. Verkloppt den mal mitten in der Nacht. Mach's rein. Mach's wenigstens was. Den können wir auch gleich mitnehmen. Thema zurück. Halbinsel, ja. Und wenn man dann sich dort hinten in so einen Berg reinbuddelt, weißt du, so am Anfang. Na gut, das dauert sehr lange, ne? Da vorne das Türchen zumacht. Und dann davor rundrum viele Runden Spikes, Woodlock. Hast halt keinen Ort mehr, wo du dich dann mal schnell hin verpissen kannst, ne? Müsste man quer durch den Berg buddeln zum Notausgang. Nach oben. Wäre mal eine Variante. Könnte man gleich Bergbau betreiben. Man hat ja hier wieder die Erze random eingefügt. Also einfach nur wild in der Gegend rumbuddeln. Und man solle auf Erze stoßen. Wie es früher einmal war. Jetzt habe ich... Ja, den Jungbaum sozusagen weggeballert. Schau, Mann. Nö, da hast du ja noch einen. Nein, das war keiner, den ich gesetzt habe. Nein, auf gar keinen Fall. So, wir wollten ja noch eine Schaufel. Ja, das bringen wir dann alles noch rein. Steine brauche ich auf jeden Fall unterwegs dann noch mehr. Einen muss ich noch kaputt hacken. Damit wir dann auch wieder Pfeile bauen können. Ja, ich bin so mehr der Fernkämpfer. Weil hier mit vor und zurück mache ich auch. Aber etwas ungerner, sozusagen unlieber. Gefällt mir nicht so. Ab und zu kriegst du dann doch mal eine gewischt. Ja, mit dem Spike Club dann später macht sich das alles ganz anders, ne? Aber erstmal haben. Kann ich den? Oh, können wir immer noch. Packen wir einfach in die Seite. Zack. Und buddel mal weiter. Oh, siehst du, haben wir das sogar noch fast geschafft hier.
Ist ja die Bude bald fertig gebaut. Aber das und das Bude bauen. Bude bauen. Huch, nein. Dahin und dahin und dahin. Und dann fängst du mal an zu klöppeln. Fein, immer schön weiter. Klopf mal ein bisschen auf den Holzrahmen rum. Na, mach auch fertig hier. Ich bin immer so nervös. Ich muss gleich zum nächsten, damit ja kein Schlag vorbeigeht und dann gehen gleich etliche hintereinander vorbei. Ne? Ah, jetzt muss ich erstmal die Hand ein bisschen. Ja, besser. Auch wenn es nicht so aussieht, aber es fühlt sich besser an. So, das haben wir auch. Dann das nächste wäre außen. Damit die mir nicht an den Wänden hochkrabbeln. Nicht? Aber da reichen die Frames nicht. Unter Favoriten habe ich es noch drin, das ist schön. Auch mal ein paar. Reicht, kannst aufhören. Jetzt sieht es schon mal ein bisschen aus wie eine Burg. Burg, nicht Burg. Auch nicht Björk. Ach man! Aber es kann nicht mehr lange dauern. Wir sehen, da hinten wird es schon gelb. Ich hoffe mal, es ist kein Wüstensturm, der mit dem Tag einbricht. Aber es sieht schon geil aus, ne? Komm, zeig mal. Cool, cool, cool! Fehlt wieder so ein Psst, Screenshot. Ha, hab ich aber ausgeschaltet. Also nicht, dass ich Screenshots machen kann, sondern dieses Psst. Und ich habe auch keinen gemacht. Das sieht wirklich geil aus. Oh. Bauwerkzeuge auf Level 18. Naja. Haben wir schon mal was gefunden, was ich kann. Außer geskillten Blödsinn. Ja. So, verstehst du, was ich meine, wenn ich jetzt hier vorne so eine Mauer zimmere? Hier hoch, da wieder runter. Na, wenn es geht an einer dünnen Stelle. Ist der hier vorne? Vorne ein schönes Türmchen drauf. Da ist Hirsch. Da ist Hirsch. Und ein leeres Vogelnest. Hirsch versteckt sich hinterm Stellen. Sag ich doch. Mit. Ich hab genau den Popo gesehen. Den Arsch vom Hirsch. Nein! Da ist er. Manche denken, ich könnte das. Aber hast du mich auch wieder weit rausgelockt? Mann, wir haben es doch noch gar nicht Tag. Ne, nicht stechen, schneiden, genau, das brauchen wir. So, dann nix wie zurück. Fleisch abgeben, Leder abgeben, Fett abgeben, Erde abgeben. Alles, was ich einstecken habe. So, das meiste. Locate Trader. Ja, werden wir auch noch machen. Aber dafür bin ich den ganzen Tag unterwegs und ich bekomme dafür nichts.
Aber werden wir uns... Ach komm, gucken wir uns gleich an, oder? Wo ist denn... Was? Nein, nicht M. Wo ist denn der eingezeichnet? Du verarschst mich doch. Ja, mitten im Verbrannten. Nee, da brauche ich Ausrüstung. Ich lade schon hier einfach so durchs verbrannte Gebiet. Okay, am nächsten Tag probieren wir das mal. Also nicht jetzt. Jetzt brauchen wir erstmal das Röhrchen, damit wir uns wenigstens noch ein paar Metalle herstellen können. Und dann können wir das ja gerne mal ausprobieren. Gut, hier liegen genug Steine rum. Fein. Reicht. Ah, da ist noch einer. Und hier. Ein neues Vogelnest. Da bin ich aber weit abgekommen. Egal, ab zur Bäume. Baumsamp hier zufällig nicht anstecken, das ist gut. Kann ich dich hier reinpacken? Mist, das geht, das ist ja Quatsch. Achso, wir haben ja bis jetzt gekocht, das will ich nicht. Verbraucht nicht mehr gutes Wasser. Und Kochgrill. Das Wildbrett. Genau, das war's. Verkohltes Wildbrett. Bauen wir ruhig davon ein paar viele. Das dahin, das packst du mal hier hin, dass ich sehe. Das kannst du da auf den Haufen packen. Auf den drauf, auf den drauf, auf den drauf, auf den und auf den. Ah, das brauchen wir nicht. Die Pfeile kommen hin, das brauchen wir auch nicht, nehmen wir auch nicht mit. Und dann gucken wir mal auf... Nein! Wieso gucke ich da immer rein? Ich habe nur 6 Punkte, genau. Ich will dahin und dann... Das Häuschen hat man. Dann laufen wir jetzt dahin. Schnell einen Wegpunkt. Ich weiß sowieso, wo es lang geht. Dahin. Aber es kann ja schon mal nicht falsch sein. Genau. Hier will mal her, hier. Na komm raus. Hui! Ach, ich hab alles falsch. Komm. Genau, leg dich hin. Machst du fein. War das der endlich aus dem Wasser? Aus dem Punkt geht man nicht 5 Minuten vor 4 raus. Ich schon. Siehst du? Jetzt wäre er nicht mehr so schnell gerannt. Was? Ich habe doch erst vorhin getrunken und gegessen. Jetzt habt ihr mal nicht so Mimimi. Komm, trinken darfst du. Essen finden wir unterwegs. Ich renne jetzt nicht zurück. Ich will vorwärts. Aber Federn muss ich mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Auch meine kommt vorwärts. Diese Berge echt. Mussten die gleich so hoch sein? Was gibt es eigentlich, um hier drauf? Ah, jetzt. Ah, Steine. Gut. Ups. Geht das mit? Ja, mit Sprint geht das viel besser. Ups, nervt natürlich irgendwann, aber ist mir gerade egal. Musst du durch. Halt's durch. Kennst du den noch, wenn du Indianer werden willst? Keine Ahnung, womit das zu tun hat, aber. Keine Ahnung, wo das herkommt. Einer von diesen vielen wilden Sprüchen von früher. Irgendwas zu sehen? Jetzt freue ich mich noch drüber. Könnte nämlich auch ein Röhrchen drin sein. Oder auch nichts. Oder auch nur Papier?
Ich habe dich gehört, mein Freund. Mein Freund. Oh, hier geht's ja auch rasant abwärts. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Mitten im Nischt. Auf jeden Fall ist hier ein Übergang vom Biom. Kann nicht schlecht sein, muss nicht schlecht sein. Und hier ist ein Reifen. Gut, passend zum Auto, was da stand, ne? Hier sind überall Mobs. Und dann fahren wir mal in hier. Komm mal her. Komm, komm, komm. Boot, 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 boot. Na, Doc. Ja, aber das werde ich bestimmt nicht mehr bis nicht bis hinschaffen. Ach, reicht so schön. Gut. Schicke Schuhe. Nein. Ein Fertigkeitspunkt. Nee, Level up. Level 7. Gib mal her, die Träder. Ach nein. Drehen kann ich nicht. Ist nicht wahr. Wärmedämmung. Kann ich die schon reparieren? Was brauche ich dafür? Lederverarbeitung. Reparieren, Leder. Mhm. Dann sind die auf jeden Fall noch besser wie die. Yes. Ein Cent kannst du behalten. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie... Hier geht gleich das Licht ein. Hell und warm. Wie Kohle. Das ist ein Schweinchen, was sich verletzt. Wie geht's Keule? Keule steigt in der Temperatur. Jetzt weiß ich auch, warum es so hell ist. Wüstenstuck. Mist. Zerlegen. Ja, die Steinaxt fertigen. Dann springen wir jetzt zum nächsten. Die Kohle nehmen wir mit als Heizmittel. Da brauche ich nicht mal zu irgendwelche Hölzer zu verballern. Ja, mit einer Spitzhacke wäre das wesentlich schneller abgebaut. Aber haben wir noch nicht. Brauche hier erstmal die Forge. Ein Rohr. Ein Rohr nur noch. Mir reicht auch eine Toilette, die ich kaputt machen kann. Oder ein French finden. Dann können wir sämtliche Sachen abbauen. Da haben wir Rohre, Scrap, Draht, alles. Federn. Ach ja. So, hier ist die nicht. Oh, schon 40. Was? Zeta Quality Joe war uns selbst gebaut auch. Das war in der letzten Version nicht mehr der Fall. Das wäre ja geil. Zumindest wenn er teilweise reingerechnet wurde. Ja, du hast mich schon geschnüffelt. Ja, du bist klein rein. Siehst du? Nee, ist noch nicht Schluss. Blöd. Ja. Kann ich den? Nee, kann ich nicht abbrechen. Gesichtspiercings. Wenn das normale Infektsrisiko keine Herausforderung mehr ist. Was muss mit Piercings fragwürdiger Herkunft? Oh Mann! Was habt ihr denn schon wieder geraucht? Nett. Nice. Schönes Ding, du. So. Ja, da was gequiekt. Ist das hier Blut dran? Nein, das ist eine Blüte. Das Wasser. Oh, cool. Da hinten ist ein Hirsch. Hirschgeweih. Ach komm, wir laufen hier erstmal weiter. Das können wir uns dann später nochmal angucken. Ist das hier jetzt Wüste? Ne, das ist. Was ist denn mit dir? Was? Habt ihr das gesehen?
Auf einen Kaktus gespawnt, oder was? Gleich die Beine gebrochen. Hat sich auf jeden Fall gleich hingelegt. Ja, ich höre dich. Du willst wohl befreit werden, wa? Tatsache. Ist nicht wahr. Ach, hier, siehst du. Es hatte ja Hunger. Da kannst du gleich mal und... Ja, komm, hinterher zerlegen. Was gibt's denn hier eigentlich? Quatsch. Ach, anstatt Bandana. Ist nicht wahr. Zerlegen, ganz schnell. Sonst komme ich noch auf dumme Gedanken. Ja, trink mal einen Schluck. Du siehst mir so durstig aus. Was ist denn das jetzt? Ach. Komm, jetzt muss ich mal richtig den Nischel sehen. Genau, immer rein da vorne in die Pratze. So, und her damit. Zerlegen. Wenn ich mich nicht verlaufe, immer rechts rum, ne? Hier haben wir ja auch schon rechts zuerst erkundet. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Nein, jetzt ist er weggerannt. Einen kriege ich noch drauf. Ach, am Ohrläppchen vorbei. Da wollte ich schön ziehen. Ein Röhrchen. Wir haben es geschafft. Immerhin. So, jetzt kann ich zurückrennen. Nee, mache ich ganz bestimmt nicht. Was ist mit euch heute los? Komm mal näher rein. Hä? Was? Weglaufen, verreckt. Tatsache. Hier habe ich dich. Ja, rasch jetzt doch schon wieder. Manu. Ja, es kommt schon angezappelt. Ich hab's geschafft. So, und jetzt mal zu dir. Komm noch mal gerade. Genau so, siehst du. Dann ist das Leiden gleich vorbei. So. Wo ist denn jetzt der andere angeschossener Hirsch. Pfeile. Baumstamm. Pfeile. Ein Nachtsichtgerät. Da, Nachtsichtbrille. Jetzt können wir nachts gucken. Stellt euch aber nicht zu viel drunter vorne. Das ist. Ich hätte gern den meiner Helm immer noch. Tag. Schönes Ding, Klingeling. Ah, freut mich immer wieder, wenn ich mal eintreffe. Blattschuss. Heißt das nicht so? Bei der Jagd.
Du Schnippel mal auseinander. Fleisch können wir immer gebrauchen. So, das raus, das behalten wir, das behalten wir auch. Dann gucken wir mal auf die Map. Den wollte ich auch noch erkunden. Oh, jetzt bin ich so weit weggelotscht von dem. Ne, da geht's weiter. Ne, da immer noch nicht. Da geht's weiter. Heiter, heiter, immer weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder weit über die 20 Minuten hinaus. Ich bedanke mich für eure Geduld. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, bitte abonnieren. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu meinem, unserem Let's Play 7 Days to Die. The Survival Horror Crafting Game. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!